Wir sehen bisher eine leichte Erholung der Aktienmärkte nach dem gestern geradezu biblischen Abverkauf, als etwa der Nasdaq 5,5% gefallen war. Und die Frage ist, wie war sowas möglich? Wie ist sowas möglich, dass aufgrund einer etwas höheren Inflationszahl dann plötzlich alle Dämme reißen und die Märkte geradezu senkrecht nach unten stürzen? Und die Antwort ist schlichtweg, die Märkte sind aus den letzten Jahren konditioniert, dass die Fed und andere Notenbanken dein Freund und Helfer ist. Wenn es kritisch wird, dann steuern die um, dann werden die dieses Sicherheitsnetz unter unseren Hintern spannen. Und man hat lange gebraucht, auch seitens der Aktienmärkte, um zu kapieren, dass seit November letzten Jahres sich etwas geändert hat. Da wurde Jerome Powell erneut von Joe Biden nominiert, aber offenkundig mit der Maßgabe, bringen wir die Inflation nach unten. Das ist das Hauptziel. Das hat Powell dann auch so kommuniziert und andere Fed-Mitglieder auch, aber die Aktienmärkte wollten weiterspielen, waren noch sozusagen in diesem Fahrwasser der Zeiten, als die Fed dein Freund und Helfer und nicht dein Gegner war. Und dementsprechend hat man immer wieder die Hoffnung, naja, wenn die Inflation so ein bisschen runterkommt, dann wird die Fed schon sofort umsteuern und dann ist alles gut, neuer Bullenmarkt etc. Und ähnlich hatte man sich gestern vor den Inflationsdaten positioniert und der Rest ist fast schon Geschichte, denn was wir da gesehen haben, das ist ja wirklich krass. Wir hatten eine Bewegung von 240 Punkten im S&P 500, punktemäßig unter den fünf größten Abverkäufen, die wir jemals gesehen haben. Das war schon ein richtig, richtig fetter Spike nach unten und relativ ungebremst, kam keine wirkliche Erholung mehr rein. Und woran lag das? Naja, viele hatten sich gedacht, die Inflation wird niedriger ausfallen, wir wetten auf steigende Märkte, wir gehen long, da ist das Optionsvolumen, das Call-Optionsvolumen lag gestern beim Open Interest auf einem neuen Allzeithoch. Die waren also alle über Optionen long positioniert und dann kommt die Inflationszahl, anders als erwartet, höher als gedacht, vor allem die Kerninflation und bums, dann sitzen alle sozusagen auf derselben Seite des Bootes und das Boot kippt um, das Boot kentert und darauf konnte man spekulieren. Ich hatte am Dienstag ja das Video, den Videoausblick gemacht, Inflation niedriger, FOMO wieder da, buy the rumor, sell the fact. Ich erzähle nochmal nicht so viel über meine Positionierungen im Trading, aber ich bin vor den Daten short gegangen, schlichtweg, weil ich eins und eins versucht habe zusammenzuzählen. Mir war klar, selbst wenn die Inflation etwas niedriger ist als erwartet, im Endeffekt wird die Fed deswegen nicht umsteuern, dann ist vielleicht noch möglich, dass dann nochmal ein Spike nach oben kommt, aber dann buy the rumor, sell the fact. Also ich glaube, die Märkte werden so oder so gefallen, wenn jetzt die Inflationszahlen nicht komplett viel, viel niedriger gewesen wären. Also all das war nicht so unwahrscheinlich aus meiner Sicht. Ein solches Risiko konnte man durchaus eingehen. Bin eben ein blindes Huhn, das auch mal ein Korn findet. Aber sei es drum, das war also ein Trade mit guter Wahrscheinlichkeit. Und an der Börse suchen wir ja die guten Wahrscheinlichkeiten. Jetzt kommt dazu, dadurch, dass die Investoren, die Märkte so konditioniert sind, aus Jahren, jahrelang ging das ja so, die Fed Rückenwind, wir drucken Geld, wir machen euch das Leben schön, habt keine Angst, kauft Aktien, treibt die Vermögenspreise nach oben, denn das war das Ziel der Notenbanken. Die wollten die deflationären Tendenzen bekämpfen, indem sie die Assetpreise inflationierten. Die Märkte aber haben nicht verstanden lange Zeit, dass jetzt das Spiel genau andersrum läuft. Man will die inflationären Tendenzen bekämpfen, indem man die Assetpreise wie Aktien und Immobilien deflationiert. Man will also sinkende Preise sehen. Deswegen hat Neil Kashkari von der Fed sich gefreut, als die Aktienmärkte gefallen waren nach der Rede von Jerome Powell in Jackson Hole. Das ist eigentlich relativ klar und gar nicht so schwierig zu verstehen. Aber dennoch will keiner verkaufen. Offenkundig, wir sehen keine Outflows nach wie vor. Und das ist das Problem. Wahrscheinlich müssen wir ganz, ganz große Abflüsse sehen, bis wir dann wirklich den Boden der Aktienmärkte erreicht haben. Und wir sind jetzt, wie ein Wall Street Analyst von Wells Fargo, Chris Harvey, sagt, wahrscheinlich Peak Hawkishness. Ja? Also jetzt schießen plötzlich wieder die Zinsfantasien durch die Decke. 100 Basispunkte absolut drin, sagen viele. Jetzt hören wir uns mal an, was Larry Summers sagt, ehemaliger Berater von Präsident Obama, Wirtschaftsminister, glaube ich, war er sogar. Ja, Fed muss 100 Basispunkte, also 1% anheben. Good luck.
Der Bond-Guru dagegen sagt, 25 Basispunkte würde reichen. Elon Musk, mein sechstbester Freund, sagt, die sollten sogar die Zinsen um 25 Basispunkte senken. Was wird passieren? Die Fed ist in einer ziemlich üblen Situation. Schauen wir uns mal die Fed Fund Futures an. Also, wie ist die Wahrscheinlichkeit der Zinsanhebungen bei der nächsten Sitzung jetzt am nächsten Mittwoch? Immerhin eine Wahrscheinlichkeit von 32%, also ein Drittel etwa, wird eingepreist, dass da die Fed 100 Basispunkte, also 1%, die Zinsen anheben wird. Ich bin da bei Peter Buchwar, der sagt, fast keine Chance, dass das passiert. Die Fed hat schon sehr viele große Zinsanhebungen gemacht und die Fed ist nicht so überrascht wie die Märkte, dass eben die Inflationsdaten höher waren aus dem August als erwartet, weil sie immer wieder diesen Fokus auch hatte auf die Sticky Inflation, auf die Core Inflation, während die Märkte sehr stark auf diese volatilen Komponenten wie Energie geguckt haben und dadurch die Sache falsch eingeschätzt haben, zumal die Daten der Fed ja auch teilweise Homeowners Equivalent Rent etwa aus der Vergangenheit stammen. Also auch das war eigentlich keine Raketenwissenschaft, aber manchmal sind die Märkte so ein bisschen einfach gestrickt, weil sie eben konditioniert sind und ganz schwer aus ihrer Haut raus können, aus diesem Muster, die Fed ist dein Freund und Helfer. Wir hatten heute Erzeugerpreise gemischt ausgefallen, muss man sagen. Wir sehen etwa die Kernrate zum Vorjahresmonat, zum Vormonat wieder etwas höher als erwartet mit 0,4%, aber wir sehen, dass die Headline-Zahl mit 8,7% noch geringer ist als erwartet. Im Vormonat waren wir bei 9,8%, jetzt sind wir bei 8,7%. Also wir sehen einen Unterschied zwischen Kerninflation, die offenkundig nach wie vor tendenziell nach oben geht, und der sogenannten Nicht-Kerninflation, der Headline-Inflation, also ohne Nahrung und Energie. Und wir sehen auch aus den Daten, dass es vor allem Güter sind, deren Preise fallen, während Dienstleistungen teurer werden. Das ist so das Muster, das wir derzeit sehen. Gleichzeitig, vorhin haben wir gesehen, keiner will verkaufen, aber viele haben eben jetzt offenkundig noch nicht den Mut, laut der Bank of America hier zuzugreifen bei Aktien. 53% sagen, sie sind underweight equities, das sind historische Hochs. 62% sagen, wir sind übergewichtet in Cash. Und schauen wir uns mal an, in einem anderen Markt, da ist auch keiner übergewichtet, nämlich in Anleihen. Hier sehen wir, dass die Anleihekurse kollabieren, dadurch die Renditen steigen. Etwa hier die zweijährige Treasury Bill Yield, die fast schon bei 4% liegt oder so um die 4% liegt. Das ist der höchste Stand seit Oktober 2007. Vor 15 Monaten waren wir bei 0,04%, wie Charlie Bilello zeigt. Ebenfalls die sechsmonatige US-Staatsanleihe jetzt auch fast bei 4%. Und das heißt natürlich, naja, du hast irgendwie eine Alternative zu Aktienmärkten. Auch das war ja das Mantra der letzten Jahre. There is no alternative, Tina. Es gibt keine Alternative. Aber wenn ich für relativ kurzlaufende Anleihen fast schon 4% Rendite kriege, das kriege ich in Sachen Dividendenrendite nämlich nicht im S&P 500 durchschnittlich. Hier sehen wir mal Jesse Felders Tweet, der zeigt, dass die Bondrendite gegenüber der Dividendenrendite bei Aktien so hoch ist wie seit 2011 nicht mehr. Also there is an alternative, und ich persönlich habe eine Neigung, mich in Anleihen zu investieren, weil ich davon ausgehe, dass wir so langsam Peak Hawkishness haben und zweitens, dass wenn die Wirtschaft deutlich abkühlt, dann eben die Renditen fallen. Das ist ein Muster, das man immer wieder sieht. Bei Rezessionen fallen die Renditen, und dass die Dinge abkühlen, das sieht man auch bei einzelnen Unternehmen. Etwa Seagate, die sagen, totale Schwäche überall, wo wir hinschauen, bei den Konsumenten etc. etc. Wir sehen heute etwa Verizon wird abgestraft an der Börse. Viele können sich offenkundig kaum mehr Smartphones leisten bei den US-Konsumenten. Kein Wunder, die Reallöhne fallen, Inflation viel höher als eben die Lohnpreissteigerungen. Wir sehen Western Digital, die sagen, es wird immer schwieriger. Ab Anfang August wurde es immer schwieriger. Caution, Vorsicht, unsere Partner werden vorsichtiger, die Lage in China etc. Also wir hören immer mehr Berichte auch aus dem Tech-Sektor, der ja ein Frühindikator ist, dass die Dinge schwierig werden. Aber auch bei Small Businesses, die ja so wichtig sind, auch für die amerikanische Wirtschaft,
Hier sehen wir, dass wir bei den Gewinnaussichten, habt ihr eine positive oder eine negative Geschäftsentwicklung, werden hier die Unternehmen gefragt. Da sind wir jetzt fast schon auf dem Corona-Tief. Also die Konsumenten spüren die Inflation, die kleinen Unternehmen sind viel näher am Puls sozusagen des Marktes. Da werden schneller Leute entlassen oder eingestellt, wenn es nach oben oder nach unten geht mit der Wirtschaft. Und es geht offenkundig nach unten. Perspektivisch, es ist eine Frage der Zeit, die Abschwächung in Europa, die Abschwächung in China, das geht auch an der US-Wirtschaft nicht ganz vorbei. Was heißt das für die Aktienmärkte? Nun, der Boden ist wahrscheinlich erst dann gefunden, wenn klar wird, dass die Fed wirklich beginnt, die Zinsen anzuheben. Und viele Fed-Speaker wie Ballard und so weiter haben ja gesagt, wir wollen jetzt die Zinsanhebungen frontloaden. Also wir wollen möglichst schnell weit nach oben, wahrscheinlich mit dem Gedanken, dann, wenn die Rezession kommt, auch wieder einen gewissen Spielraum zu haben, um auch dann wieder zu senken. Also wird man jetzt sehr stark auf die Bremse treten, damit man dann auch wieder vom Bremspedal ein bisschen schneller runtergehen kann. Das kann für die Aktienmärkte noch Schmerzen bedeuten, zumal saisonal die zweite Septemberhälfte sehr, sehr schwach ist. Wir sehen hier im Chart von Capital.com den S&P 500. Da ist die 3900er Zone um und bei dem Leitindex S&P 500 wahrscheinlich die zentrale Unterstützungsmarke. Wenn die bricht, dürften wir die Tiefs aus dem Juni dann auch wiedersehen. Meine zweitbeste Freundin Cathy Wood hat sich dicke eingekauft gestern. Größter Dip-Kaufrausch ist seit Februar. Da hat sie so Aktien gekauft wie Roku. Also sie setzt nach wie vor auf die gleichen Pferde. Mal sehen, ob diese Spekulation aufgeht. Aber Cathy ist natürlich wunderbar. Wenn wir jetzt nochmal nach Europa kommen, dann sehen wir oder insgesamt so ein bisschen die Lage, Energie etc. uns zu Gemüte führen, dann sehen wir, dass praktisch jetzt natürlich eine Riesenabkehr von Gas ist hin zu Heizöl. Und das kann etwa bedeuten, dass in Deutschland die Nachfrage nach Heizöl massiv zunehmen wird. Viele, die Ölheizungen haben, wundern sich ja, dass der Heizölpreis so hoch ist, obwohl der normale Ölpreis ja lange nicht so hoch steht derzeit wie etwa Gas oder auch Strom. Aber da ist eben viel Nachfrage, weil viel eben von Gas zu Öl geswitcht wird. Das dürfte ein riesiger Trend sein. Und apropos Öl, die Ölnachfrage in China ist so stark gefallen, jetzt wie seit 30 Jahren nicht mehr. Dazu kommt, dass Chinas Kabinett jetzt den Bau von zwei weiteren Atomkraftwerken genehmigt hat. Also die gehen offenkundig einen anderen Weg als wir. Und Indien übrigens hat mitgeteilt, dass man jetzt mit China Geschäfte macht und dann auch in indischen Rupien bezahlt wird. Also eine gewisse Abkehr vom Dollar. Aber kommen wir nochmal zurück zu Deutschland. Hier die Meldung ja heute, dass die Bundesregierung Uniper verstaatlichen könnte, weil einfach das Unternehmen keine Chance mehr hat, perspektivisch, solange die Preise am Spotmarkt so hoch sind. Germany is committing national suicide, so ein Professor, ein Wirtschaftsprofessor an der Wiener Universität mit einem Artikel. Da ist von einem wirtschaftlichen Selbstmord die Rede und ja, das könnte man vielleicht so bezeichnen. Ja, aber es sind böse Zungen, meine Damen und Herren. Aber wir sehen, der Schmerz ist groß. Es geht alles auf Kosten der Leute, weil manche offenkundig eine Ideologie haben und sagen, naja, die müssen wir umsetzen, koste es, was es wolle. Aber damit riskieren sie die Deindustrialisierung, damit riskieren sie tausende Millionen von Jobs, damit riskieren sie unseren Wohlstand, weil sie eine Idee haben, die letztendlich im Gesamtkontext kaum eine Rolle spielt. Wenn etwa die Chinesen Kohlekraftwerke voll nach oben fahren, ob wir dann aus irgendwas aussteigen oder nicht, da kräht kein Hahn danach faktisch. Sei es drum, E.ON zum Beispiel schmeißt jetzt erste Stromkunden raus, die können in einen höheren Tarif wechseln oder in die Grundversorgung wechseln. So oder so wird es viel teurer. Die werden also gezwungen, diese Endverbraucher zu wechseln in einen teureren Tarif. Wenn nicht, dann können sie nicht mehr Kunde von E.ON sein. Abschließend noch Empfehlungen, drei Stück heute. Und zwar ein faszinierender Artikel, China, gefälschte Daten. Indien ist wahrscheinlich das bevölkerungsreichste Land derzeit der Welt, nicht China. China manipuliert seine Daten bei den Volkszählungen nach oben und man bekommt ein riesiges demografisches Problem. Hochinteressanter Artikel, erste Empfehlung, die ich geben möchte. Zweite Empfehlung,
Ja, treibt die Fed die Inflation, treibt die Fed die Märkte und die Wirtschaft nach unten, begeht sie einen Policy Error, ein großer guter Überblick über die Lage an den Märkten. Das Bärenmarktrisiko steigt ja, wenn die Inflation höher ist als das BIP, also die Entwertung von Geld schneller passiert als Wachstum. Und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, Putin drängt Schulen zum Patriotismusunterricht zu Krieg und Ukraine. Seit Montag müssen die immer schön stramm stehen, dann wird die Nationalhymne gesungen und es wird ihnen immer wieder erklärt, warum dieser Krieg in der Ukraine geführt wird. Das könnte ein Zeichen auch sein für eine kommende Generalmobilmachung, wenn letztendlich die Dinge weiter ungünstig laufen für die Russen. Und das ist für uns alle dann eine gefährliche Situation. Also drei Artikelempfehlungen. Ich sage Ihnen Servus und ciao.